Wir sind bei Toni und Markus hier im Ruhrgebiet. Die beiden wohnen seit knapp einem Jahr in ihrem Tiny House. Ja. Also die erste Frage, die ich euch unbedingt stellen muss, ist, wir wissen jetzt, wie lange ihr hier wohnt, aber wie ist es dazu gekommen, dass ihr euch ein Tiny House baut? Also wir sind eigentlich schon immer die mega Vollblutcamper gewesen. Und von daher war so kleiner Raum zu zweit eigentlich kein Problem für uns. In Australien und Neuseeland mussten wir das dann mal ein halbes Jahr lang ausprobieren. Da haben wir dann so die ersten Tiny Häuser auch gesehen und sind auf den Geschmack gekommen und hatten ja während der Reise auch viel Zeit und konnten uns unser eigenes Häuschen entwerfen und haben das gemacht, sind zurückgekommen nach Deutschland und ein Jahr später war es fertig und wir sind eingezogen. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr nach Australien gegangen seid? Ich frage jetzt natürlich, weil ich es weiß und weil es mega interessant ist. Ja, wir haben tatsächlich ein Solarauto gebaut und wir sind mit dem Solarauto in Australien gewesen und haben an der Weltmeisterschaft dort teilgenommen, die alle 2 Jahre stattfindet und sind Vize-Weltmeister geworden. Leider haben die Holländer uns einmal überholt. Ja. Aber wir hatten natürlich ein ganzes Team dabei, ne? Also das waren nicht nur wir beide, sondern wir waren Teil des Teams und konnten uns da halt auch viel abgucken, was Solartechnik angeht und sind da auch auf autarke Ideen gestoßen, die wir hier so im Tiny House auch etablieren konnten und so. Cool. Ja. Und das war im Rahmen eures Studiums? Oder? Genau. Ich habe an der Hochschule Bochum BWL studiert und dieses Projekt gibt es da schon seit 20 Jahren und die suchen immer wieder auch Leute fachübergreifend und dann habe ich mich da beworben, war dann schon einmal 2015 mit denen in Australien. Ja, und für den zweiten Zyklus habe ich den Markus dann direkt mit angeschleppt. Mit etabliert. Du bist Mechatroniker, ne? Genau, ich habe Maschinenbau studiert und hatte eine Kfz-Ausbildung vorher, vor meinem Studium. Und durch das Solarcar-Projekt haben wir viel mit den Themen zu tun gehabt, haben uns aber trotzdem nochmal von Freunden professionelle Hilfe geholt, bis es dann im Endeffekt zu einem autarken Energiesystem auch gekommen ist. Und habt ihr dann gesagt, wir suchen uns jetzt einen Tiny House Bauer oder wolltet ihr das selber bauen oder wie war euer Ansatz? Wir haben nichts ausgeschlossen. Wir haben gesagt, das, was kommt, kommt und so machen wir das auch. Wir wollten selber bauen. Wenn wir Hilfe bekommen haben, haben wir sie genommen. Also wir hatten da keinen konkreten Plan vorweg, sondern wir haben es einfach, wie gesagt, der Flow ist es und so wie es gekommen ist, ist es dann halt jetzt auch gekommen. Und wie lang seid ihr jetzt? Wir sind jetzt 8,20 Meter ungefähr, okay. Exklusive dem Erker vorne, der nochmal so 50 Zentimeter hat auf der Deichsel. Und bis 3,5 Tonnen oder ist das knapp? Wir haben es geknackt. Wir sind gnadenlos übers Ziel hinweggeschossen, weswegen wir uns auch für eine neue Plattform entschieden haben. Wie macht ihr das mit dem Wasser, also das Thema Strom und dann? Genau, Wasser kommt von Mutter Natur, über den Regen. Genau, wir fangen das über die Dachfläche halt ab, über die Regenrinnen, genau, und dann wandert es in unsere 2 Tanks, 2x1000 Liter. Ja, wenn es denn mal regnet, ne? Momentan regnet ja nicht so viel, ist ja Sommer, aber so gerade im Winter sind uns die Tanks auch öfter schon übergelaufen. Genau, also da hatten wir einfach Überschuss. Dann würde ich sagen, lass uns mal reingehen. Ja, gerne. Dann kommt mit. Wir sitzen jetzt schon in der Lounge, also man sieht sofort, wenn man ins Tiny House reinkommt, das scheint so euer Zentrum zu sein, wo ihr euch wahrscheinlich auch die meiste Zeit aufhaltet, oder? Klar, total gemütlich, viel Licht von allen Seiten, optimal. Ja, und wir können auch ein paar Freunde unterbringen, das war uns auch ziemlich wichtig, also wir haben echt gerne Leute da und das sollte sich in einem Tiny House nicht ändern. Und richtig viel Stauraum. Genau, wir haben hier unten Schubladen drin, die teilweise mit einem Auszug oder Rollen sind. Und hier hinten haben wir tatsächlich nochmal 2 Klappen, die du öffnen kannst, wo du auch nochmal den Eckbereich quasi nutzen kannst. Super. Und was auch traumhaft ist, ist natürlich, dass ihr auf allen Seiten die großen Fenster habt und die sind wirklich groß und auch alle nach außen öffnen, ne? Genau, ja. Alle Fenster sind nach außen öffnen, dass wir da keine Probleme bei Wetter oder Regen haben, dass das Wasser reinläuft, sondern wir können wie in einem Wohnmobil im Prinzip auch die Fenster nach außen öffnen und einrasten. Ja, vor allen Dingen können wir alle gleichzeitig öffnen, ne? Also wenn du die jetzt alle nach innen öffnen würdest, dann könntest du hier nicht mehr sitzen. Also da haben wir echt ein bisschen überlegt, aber eigentlich die beste Lösung, ne? Und das hier ist dann der Erkerbereich, den du eben angesprochen hattest, ne? Der Wunsch von Toni. Danke. War für mich gut, weil so konnte ich die ganze Technik direkt unterbringen. Die ganzen Batterien und Wechselrichter und Solarladeregler. Genau, ich habe das nur für ihn gemacht. Win-win für beide. Und du setzt dich dann irgendwann dort oben drauf. Genau, zwischendurch hocke ich da schon mal, aber ja, es fehlen noch ein paar schöne Polster. Direkt mit dem Blick auf euren Kamin. Das ist richtig gemütlich, wenn das Feuer brennt und der Lichtschein so langsam hier ins Wohnzimmer dringt. Das ist schon echt gemütlich. Genau, und der Hund hatte auch direkt seinen Platz neben. Gerade die meiste Zeit ist er sowieso draußen. Ja. Also wenn es jetzt nicht gerade stürmt und regnet. Also er steht morgens als erster vor der Tür und sagt, wann geht's raus? Ich schaue gerade so mit direktem Blick auf die Küche in die Küche. Wollt ihr uns da so ein bisschen zeigen, wie ihr die gestaltet habt? Ja, sicher. Also man kann sofort sehen, ihr habt definitiv massiv gebaut. Das ist ein wunderschönes Holz. Und auch eure Schränke sind alle im gleichen Stil. Habt ihr das selbst gebaut oder wie ist die Küche oder das Interieur entstanden? Sagen wir mal so, wir haben es selbst geplant.
Okay. Gebaut hat das eine Schreinerin für uns, nach unseren Vorlagen. Massiv, du sagst es schon, auch massives Gewicht. Also es war von vornherein klar, dass die kompletten Möbel so circa 600 Kilo wiegen. Und schon bei der ersten Kalkulation, die wir im Bau bereits gemacht haben, war klar, dass wir eigentlich die 3,5 Tonnen nicht einhalten können. Mhm. Deswegen wir jetzt im Nachhinein halt einfach ein anderes Chassis nehmen werden. Es ist einfach wunderschön, es fühlt sich toll an. Es lässt sich auch schnell mal einen Kratzer ausbügeln mit ein bisschen Olivenöl. Ne? Also es ist halt alles so, genau, so natürlich gehalten wie möglich, ohne viel Schnickschnack und trotzdem halt genug Staufläche für alles, was man so braucht. Und auch wir haben auch schon für größere Mengen hier gekocht, ne? Also für größere Menschengruppen. Ja. Also meinen Geburtstag habe ich im November mit 20 Leuten hier gefeiert. Wir hatten große Pötte mit Kürbissuppe und so. Also wenn man will, das geht alles. Ne? Man muss nur ein bisschen planen. Was du brauchst, ist die Vorbereitungsfläche. Wenn du kochst und du fängst an einer ganz kleinen Stelle an zu kochen, das nervt einfach nur noch irgendwann. Und wir breiten uns immer gerne aus. Ich noch ein bisschen mehr als Toni. Und deswegen brauche gerade ich total viel Platz. Beim Herd haben wir auch darauf geachtet, dass es Gas ist. Also mit Gas kochen macht irgendwie am meisten Spaß. Haben wir auch beim Campen festgestellt. Das sind Campinggeräte von einem großen Hersteller. Und wir haben uns absichtlich dafür entschieden, weil wir von der Elektroversorgung her auf einer 12-Volt-Ebene arbeiten. Mhm. Das Licht und die Elektrogeräte hauptsächlich arbeiten mit 12 Volt. Und deswegen haben wir den Herd und den Kühlschrank danach ausgesucht. Super. Und können damit sehr effizient dann unsere Küche betreiben. Gerade im Spülbereich, da habt ihr ja auch ein relativ großes Becken eigentlich, ne? Es passt alles rein und lässt sich wahrscheinlich auch schnell einfach wegspülen. Wollte ich gerade sagen, also dreckig wird schnell viel, aber es wird auch schnell wieder alles sauber. Also das haben wir auch festgestellt. Also aufräumen, klar, also sobald du mal 2-3 Sachen liegen lässt, so, das fällt halt direkt auf, aber genauso schnell ist es ja auch weggeräumt. Von daher, es hat alles seine guten und schlechten Seiten. Und das ist der Gravitationsfilter, von dem wir eben gesprochen haben. Ja, genau. Ne? Oben, oben das Wasser, was schon vorgefiltert wird, und dann unten das reine Trinkwasser, was dann direkt abgezapft werden kann und bei uns in dem Fall jetzt im SodaStream damit. Super. Und der Bereich, wofür ist der vorgesehen? Gerade ist es Abstellkammer für Staubsauger, Motorrad, Helm und Hundefutter. Aber eigentlich ist es der Platz für die Waschmaschine. Okay. Wir können hier bei uns die Waschmaschine teilen mit mehreren Leuten und deswegen war es nicht notwendig, die jetzt ins Haus zu stellen. Aber eigentlich ist der Platz dafür vorgesehen. Darf ich mal fragen, welche Höhe ihr hier gewählt habt? Unterkante ist 1,95, genau. Und es wirkt trotzdem so geräumig, wahrscheinlich, weil ihr so viel Licht hier habt, ne? Ja, genau. Möglicherweise. Wir haben ein, zwei große Freunde, die dann schon mal den Kopf einziehen müssen. Echt? Aber vom Gefühl her, wenn du hier drunter stehst, ist das echt... Habe ich überhaupt kein Problem mit. Und was ist hier? Das Badezimmer, ne? Genau, das ist es. Das ist euer Klo, das habt ihr selbst gebaut, ne? Ja, genau. Das ist eine Trockentrenntoilette. Die am häufigsten gestellte Frage, wie das hier mit dem Klo funktioniert. Also noch bevor die Leute fragen, wie groß ist das Tiny House und wie schwer und so, fragen alle, und wie macht ihr das mit dem Klo? Und dann ist sowieso jedes Eis gebrochen und man kommt schnell ins Quatschen. Funktioniert super. Also hat Ventilator, also alles, was... Und eine Strichliste habt ihr und auch? Und eine Strichliste, ne? Genau. Wir haben es schon eingetragen. Damit man weiß, wann die Tanks ausgewechselt werden müssen. Genau. Und das heißt, wie oft müsst ihr die Tanks, wenn ihr jetzt in zweit wohnt, wie oft muss das passieren? Laut Strichliste alle 3 bis 4 Tage für den Flüssigbehälter und den Feststoffbehälter einmal im Monat. Jo. Und das Ganze ist auch belüftet? Also ihr habt einen Lüfter eingebaut wahrscheinlich, ja, ne? Ich habe irgendwas permanent gehört vorhin. Genau, wir haben es erst ohne Lüfter probiert, aber das war keine Option. Nach einer Woche hattest du schon die Gerüche, die du eigentlich nicht haben wolltest. Und deswegen haben wir dann einen Lüfter integriert und der jetzt auch direkt nach draußen pustet. Okay, und dieses kleine Fensterchen hier finde ich auch ideal, weil ihr könnt ja Schießscharte, unsere Schießscharte, ja. Aber du kannst es... Das entlüften ist, halt. Genau, das ist reine Entlüftung für die Dusche und um ein bisschen Tageslicht reinzubekommen. Und dafür ist es voll ausreichend. Wir haben uns extra für eine große Tasse entschieden, 1 Meter mal 80 Zentimeter. Und so kannst du tatsächlich auch zu zweit duschen. Echt? Komm rein, komm. Jetzt keine Anspielung. Zwei Männer haben wir noch nicht geduscht, aber... Ja. Ich kann hier stehen. Das ist optimal. Ihr seid eher Schnellduscher. Praktikable Duscher. Ne? Okay, ich verstehe. Also das heißt, das Wasser reicht immer aus und ihr macht das mit einem Durchlauferhitzer? Oder wie genau, wir machen das mit einem gasbetriebenen Durchlauferhitzer warm. Hm. Keine Wasserprobleme, solange der Tank gefüllt ist. Du kannst auch eine halbe Stunde duschen, solange noch genug Wasser im Tank ist. Okay. Die Dusche ist eine Sparbrause, das heißt, da kommt schon nicht so viel Wasser raus. Und was macht der Knopf hier? Drück drauf! Wow! Das ist wirklich cool. Tschüss! Super. Also, ihr habt sich schon versteckt. Das finde ich richtig cool.
Habt ihr das selbst entworfen und auch selbst gebaut hier, die Geschichte? Oder die Geschichte schon, ja. Das ist eigentlich eine Abschlusstür, die nicht als innenliegende Tür geplant ist, sondern eigentlich als Schiebetür vor einer Wand. Und wir haben da einfach eine Doppelwand draus gemacht und haben die Tür da reingesetzt. Habt ihr denn irgendwie Probleme, irgendwas unterzubekommen oder eigentlich gar nicht? Ne? Tatsächlich nicht. Wir haben tatsächlich noch Fächer, die wir einfach wie Kraut und Rüben behandeln oder fast leer sind. Dieser Schrank war eigentlich als Apotheker- und Vorratsschrank gedacht. Mhm. Wir benutzen ihn im Moment aber für Jacken, dickere Sachen, Mäntel oder so Regenjacken. Ja. Sachen, die du nicht alltäglich brauchst, die sind da von Anfang an drin gewesen. Und mittlerweile sind wir eigentlich so weit, dass wir sagen, wir brauchen den Apothekerschrank nicht mehr als Vorratsschrank, weil wir diesen Schrank jetzt als Vorratsschrank benutzen. Und damit kommen wir auch super aus. Und wenn der nicht ausreicht, ist auch da immer noch genug Platz für Vorräte. So viele Schränke hier. Ja. Und dann habt ihr ja noch die hier. Ja. Kleiderschrank, genau. Das sind Kleiderschränke, okay. Ja, da hat hier jeder seinen großen Kleiderschrank. Also du links, ich rechts. Okay. Und Handtücher, also alles, was man eigentlich auch ins Bad packen könnte, ist halt auch noch hier drin. Das heißt, würden wir uns bemühen, das Bad noch ein bisschen besser zu nutzen, dann hätten wir die vielleicht auch noch frei. Und die Schublade hat auch jeder so seine Seite und... Unterlagen, kleinen Kram, Laptops. Okay. Genau, und auch die, ich meine, unter der Couch, da ist halt schon so viel. Der Hund hat auch seine eigene Schublade. Cool. Leinen, Trockenhandtuch, Zellcam, super. Alles gut. Ja, super. Ja, und wir hätten ja auch noch die Möglichkeit, jetzt über Regale uns irgendwie noch weiter Stauraum zu verschaffen, aber es ist nicht nötig. Wir hatten ziemlich schnell, nachdem wir hier eingezogen sind, das Problem, oder ich hatte das Problem, dass ich nicht so richtigen Fortschritt gesehen habe. Für den Markus ist das handwerklich immer ganz einfach zu zeigen oder zu wissen, okay, ich habe heute das und das zusammengeschraubt und das gebaut und dann habe ich meinen Soll erfüllt. Und ich war immer so, boah, irgendwie geht es hier nicht voran, wir haben immer noch kein fließendes Wasser, Strom läuft nicht, keine Ahnung. Und dann haben wir uns einmal die Mühe gemacht und alle Aufgaben, die wir so haben, egal wie kurz- oder langfristig die sind, mal auf Zettel zu schreiben. Und die werden quasi vom Backlog bis zum Ordner Done, also fertig und erledigt, werden die einmal durchgearbeitet. Genau, und ich meine, die Done-Seite hat sich tatsächlich dann doch sehr gefüllt. Ich bin sehr happy und siehst einfach, was wir alles schon geschafft haben. Und das war, also das hat mir enorm geholfen, da auch nicht den Überblick zu verlieren und zu denken, hey, wir schaffen hier nichts. Ja, und den Markus, den konnte ich dadurch auch besser loben. Oder weniger streiten. Oder weniger streiten, ja. Weil ich nichts mache. Wie macht ihr das denn jetzt zu zweit? Also wir denken da gar nicht so viel drüber nach. Ich meine, klar, wir arbeiten viel. Jetzt wegen Corona bin ich viel im Homeoffice. Markus muss halt ins Labor fahren und von da aus arbeiten. Aber ja, es ist ja halt auch nicht nur dieser eine Raum, sondern wir haben diese riesen Fläche um uns herum. Wir gehen viel spazieren und treffen uns mit Freunden. Entweder die kommen her oder wir sind eingeladen. Wir fahren mit dem Camper weg am Wochenende. Also wir hatten noch nicht so das Problem, dass wir uns krass aus dem Weg gehen mussten. Ja, und wenn also wir das mal hätten, dann ja, wird man drüber sprechen. Das hat sich jetzt auch nicht überschnitten oder so. Mhm. Wir haben oben unseren Fernseher, aber wenn wir da was gucken, machen wir das zusammen. Also es ist ganz selten, dass der eine was guckt oder sonst irgendwas. Also das machen wir eigentlich zusammen. Mhm. Und wenn du am PC arbeitest oder so, dann haben wir da auch keine Überschneidung. Vielleicht sitzt der eine draußen, der andere auf der Couch oder oben im Bett oder auf der Treppe oder was auch immer. Also da gibt es keine... Wir mögen uns halt auch, ne? Also das ist ja auch... Ein Glück. Also, ja, das kommt uns auch immer... Was? Das kommt uns auch immer zugute. Ne? Ich glaube, dass, sonst würden wir schnell merken, dass sowas schief läuft, aber ja, aus dem Weg gehen ist hier nicht. Wo esst ihr denn eigentlich? Knackpunkt. Kanban-Board. Es war ursprünglich geplant, dass wir hier quasi einen Tisch haben, den wir ausklappen können, die Treppe mit benutzen und Stühle daran stellen. Ja. Unser Problem ist, wir benutzen das gerade noch als Schuhecke und das hat sich als... prädestiniert dafür herausgestellt und dann hätten wir keinen Platz mehr für Stühle, die wir irgendwo hinstellen können. Also wird es jetzt eine Kombilösung im Wohnbereich geben, im Prinzip aus dem Wohnmobil, wo du einen Tisch an die Wand einhängst mit einem Bein, was du ausklappst, was gleichzeitig die Platte für unser Gästebett ist. Das ist sehr viel entspannter. Ja. Und es können noch mehr Leute dran sitzen. Genau, es können mehr Leute dran sitzen. Ja. Aber ansonsten jetzt im Sommer natürlich nur draußen. Also wir sind 24/7 draußen. Ja. Ja. Wollt ihr uns mal kurz zeigen, wo ihr schlaft? Das ist so ein bisschen natürlich Schlafbereich. Wir haben aber auch den Fernseher hier, wo wir dann mal Filme abends gucken oder so. Einen großen Fernseher, finde ich. Der größte, der machbar ist, wenn du deine Füße hier noch liegen hast. Ja, alles abgemessen, tatsächlich. Ja, ja. Wahnsinn. Wir hatten nie einen Fernseher. Also es war auch eine kleine Diskussion, ob wir es machen oder nicht, weil wir fänden einen Beamer cooler, ne, mit Leinwand und so. Da haben wir auch schon Ideen, wie wir das integrieren könnten. Aber gut, es ist vielleicht ein Provisorium. Mal sehen. Und solange ist es ganz cool.
Und was ich auch bisher selten gesehen habe, ihr habt ja sogar hier oben im Schlafloft einen kleinen Bettkasten gebaut, ne? Also ja, das ist echt super, weil viele legen die Matratzen ja einfach erstmal drauf. Wie kam das, dass ihr euch dafür entschieden habt? Ist da noch was drunter, oder? Tatsächlich, ist man könnte noch was drunter legen, es ist jetzt hier aber nicht der Fall. Auch da ist wieder Luxus, wir brauchen den Stauraum nicht. Mhm. Ich habe das Bett 2015 schon gebaut, da war es mit Füßen, okay, als Überraschung für Toni damals. Und wir haben jetzt einfach die Füße weggelassen und haben den Bettkasten mit den Lattenrost, ein ganz normales Lattenrost, ja, unten drunter gemacht, ja, Belüftung super rein, fertig. Quasi recycelt, also wir brauchten kein neues Bett. Richtig. Und, cool. Und auch hier oben habt ihr wieder eine herrliche Aussicht, ne? Das war uns also total wichtig, auch wenn du schläfst, die Fenster öffnen zu können, total viel Luft zu bekommen. Ja. Wieder erwarten war es im Winter nicht zu warm hier oben. Also das ist ja ganz oft immer das Problem, dass du im Schlafbereich die Wärme nicht haben möchtest oder nicht so viel Wärme. Kannst du sehr gut regeln, über den Kamin natürlich zum einen und über die Fenster, wenn es dir dann doch mal zu warm werden sollte. Aber die Situation ist zum Glück nicht so oft eingetreten. Wie haltet ihr zwei das denn so nach einem Jahr auf kleinem Raum aus? War das für euch schwer? Hattet ihr mal Momente, wo ihr dachtet, boah, so ein zweiter Raum oder irgendwas müsste anders sein? Ihr braucht mehr Platz? Ich sag nichts Falsches. Nein. Nein, auf gar keinen Fall. Dadurch, dass wir vorher schon in einer WG zusammen gewohnt haben und in dieser WG haben wir uns ein Zimmer geteilt, waren wir da schon bestens darauf vorbereitet und wussten, worauf wir uns einlassen. Und deswegen ein ganz klares Nein, wir würden nichts ändern und würden es genauso nochmal machen und wir kommen super mit dem Platz zurecht. Und es ist halt auch genau an einem Standort, wo man sich auch draußen noch verwirklichen kann, wo man halt alles in die ganze Umgebung noch mitnutzen kann. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Wenn du draußen nicht mitnutzen kannst, dann wird es schwieriger und trotzdem hat der Winter jetzt sehr gut funktioniert. Aber wenn du deine Umgebung mitnutzen kannst und dich draußen auch wohlfühlst, dann fühlst du dich nicht eingeengt, weil der Platz dann innen drin nicht so wichtig ist, wie der Platz, den du draußen mitnutzt. Ja, ist vielleicht auch eine Kopfsache. Aber also wir haben uns bisher hier sehr gut zurechtgefunden und es ist genug Raum, sodass jeder irgendwie seinen Kram machen kann. Und genauso liegen wir auch abends zusammen im Bett, gucken Film. Also und das kann sich jeder verwirklichen. Und das Wohnklima selbst ist ja auch super, ne? Jetzt haben wir heute, ich glaube, über 30 Grad auch gehabt. Wir haben heute jetzt den Vorteil, dass es noch ein bisschen windig ist, also ein leichter Luftzug geht. Dann kannst du das super aushalten. Mhm. Haben wir einen windstillen Tag und die Sonne scheint den ganzen Tag, wird es schon sehr warm im Haus. Mhm. Aber wo nicht, ne? Aber es ist auszuhalten. Es ist natürlich warm, aber es ist jetzt nicht so warm wie in einem Auto, was sich erhitzt oder so. Also das funktioniert schon sehr gut. Genau, ihr habt ja auch ökologisch gedämmt, oder was ist euer Dämmmaterial nochmal in den Wänden? Schafswolle. Okay. Ja, sie ist aufbereitet und hat eine sehr gute Dämmeigenschaft und das ist uns im Winter halt auch auf jeden Fall schon zugute gekommen. Also dass die Wärme bestimmt einen halben bis dreiviertel Tag hier drin gehalten wird, ohne dass die Luft hier extrem stickig wäre. Also könnt ihr das nicht sagen. Also die beste Variante im Winter ist ein sonniger Tag, der das Haus ein bisschen aufwärmt. Und dann hast du den ganzen Tag warme Temperaturen, ohne dass du den Kamin unbedingt benutzen musst, weil die Wärme sehr gut gespeichert wird. Lässt du den Kamin über Nacht einfach nur vor sich hin glimmen, hast du ungefähr eine Differenz von 5 Grad über Nacht. Mhm. Habt ihr denn schon morgens erlebt, gerade im Winter, wenn der Kamin glimmt und ihr wacht morgens auf, dass ihr denkt, oh, es ist jetzt aber unangenehm kalt, jetzt müssen wir erstmal einen Scheit drauflegen? Also am Anfang, klar, da als wir uns noch nicht so richtig mit dem Heizen über den Kamin auskannten, das hatten wir schon. Also das war... Aber das ist es halt auch, was dich schnell lernen lässt, ne? Also das sind ja dann Zustände, wo du sagst, okay, das möchte ich nicht und dann muss ich halt gucken, wie ich es anders machen kann und darüber lernst du das dann ganz schnell auch handhaben und dann haben wir es relativ schnell in den Griff gekriegt. Ein Ereignis ist mir im Winter in Erinnerung geblieben. Ja. Da, aus welchen Gründen auch immer, muss die Tür über Nacht aufgegangen sein. Oh. Und wir sind morgens wach geworden und wir haben total gefroren und ich sag, das kann nicht sein, wir haben den Kamin angelassen und es war 0 Grad hier drin. Boah, halt einfach, also mitten im Winter. Ja. Ich denke mal, es hat sich verzogen auch, ne? Kälte, Wärme, weiß was ich nicht. Was auch immer passiert ist, es war nur dieses eine Mal und vielleicht haben wir einfach nicht richtig zugemacht abends oder so. Aber ansonsten wachst du eigentlich, wenn du es gut regelst, bei 16 Grad Raumtemperatur auf. Okay. Wenn du bei 20 eingeschlafen bist. Oh, das ist aber gut. Ein geringer Verlust eigentlich, total, ne? Über Nacht. Ja. Gibt es denn jetzt nach einem Jahr irgendwas, was ihr beim nächsten Mal anders machen würdet? Irgendwas, was ihr bereut oder wo ihr sagt, na, eigentlich wäre das so und so schöner? Ich würde von vornherein ein anderes Chassis nehmen. Mhm. Ich würde nicht nochmal den Fehler machen und mich auf 3,5 Tonnen limitieren, weil du setzt bei der Größe, setzt du dir eine Gewichtsgrenze, die fast nicht einzuhalten ist mit
sagen wir mal, einer Mischung aus einer ökologischen Bauweise und ein wenig Luxus. Mhm. Du kannst natürlich die Riesenfenster durch Plastikfenster ersetzen, wie aus einem Wohnmobil, dann hast du ganz viel Gewicht gespart. Aber rein haptisch und optisch ist das natürlich nicht so schön. Von der Wohnlichkeit. Von der Wohnlichkeit, mhm. Genau. Okay, also höchstens bauliche Sachen, die man ändern könnte, ne? Also technische Dinge, die vielleicht hätten besser realisiert werden können, aber von der Aufteilung her sagen wir eigentlich immer wieder, dass sich das genau so ergeben hat, wie wir es uns gedacht haben. Ja. Das ist ja eigentlich ganz schön. Naja, am Standort würden wir auch am liebsten erstmal gar nichts ändern, so. Das ist halt auch sehr schön. Das haben wir aber auch festgestellt, es steht und fällt mit dem Standort, mhm. Ne? Also du fühlst dich nur da wohl, wo du auch wirklich zu Hause bist. Und wenn du einen schlechten Standort hast, dann kann dein Haus noch so schön sein, du wirst dich nicht so richtig wohlfühlen. Das ist eine spannende Aussage, weil ja viele, die sich für Tiny Häuser interessieren oder auch planen, eins zu bauen, natürlich immer so dieses Dilemma haben, ich habe noch keinen Standort, baue ich jetzt das Haus, ja oder nein? Wie war das bei euch? Hattet ihr schon den Platz und habt dann gebaut oder wie ist es abgelaufen? Wir sind ganz blauäugig daran gegangen. Wir haben das Haus gebaut und erst während der Bauphase hat sich der Standort hier ergeben. Und das war unser Glück, weil hätten wir das Haus fertig gehabt, hätten wir ehrlich gesagt erstmal nichts gehabt, wo wir es hätten hinstellen können. Ja, vielleicht bei den Eltern in die Einfahrt, aber nichts Festes auf jeden Fall. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich das empfehlen würde jetzt jemandem, aber ich würde trotzdem auch nicht sagen, dass man sich davon irgendwie stoppen lassen sollte. Also wenn man sagt, ich möchte dieses Haus unbedingt und ich habe eine Vision davon und ich kann mir das vorstellen, dann wird man auch, bin ich davon überzeugt, dann irgendwann den Standort finden, der dazu passt. Hat uns also auch nicht aufgehalten und war ja gut so. Hätten wir das Haus nicht gebaut, wären wir auf den Standort auch nicht gekommen. Also da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Auch wieder der Flow. Wir haben es einfach fließen lassen und es hat glücklicherweise gepasst. Du kannst damit aber auch auf die Nase fallen. Wollt ihr uns ungefähr verraten, wo sich das Haus preislich bewegt? Wie viel ihr ungefähr für das Haus ausgegeben habt? Wenn wir es jetzt hätten komplett von Profis bauen lassen und keine Eigenleistung dazu getan hätten, dann würden wir bestimmt bei um die 75.000 landen. Aber und ihr habt aber auch schon Autarkiesysteme zum Teil mit integriert, ne? Also mit Batterien und PV-Anlage. Das wäre jetzt ein All-Inclusive-Paket super gewesen. Wir konnten den Preis aber fast halbieren durch die Eigenleistung, die wir halt hatten. Wahnsinn. Und uns um bestimmte Systeme selber gekümmert haben, ja. Super. Und je nachdem, wisst ihr ja selber, wie man den Fokus legt, kann man auch Kosten wieder drücken, ne? Also wir hätten das ja auch komplett aus recycelten Materialien bauen können oder eben auf Autarkiesysteme verzichten können. Das aber dann wäre die Mobilität, also dann wären diese 3,5 Tonnen von vornherein wahrscheinlich raus gewesen. Ne? Wahrscheinlich schon, ne? Also es ist immer, wie man den Schwerpunkt legt und bei uns war es eben irgendwie ein bisschen etwas von allem, ne? Autarkie, Nachhaltigkeit, Optik, und dann ist dieses Haus dabei rausgekommen. Wir baden in Sonne oder wir sind geblendet von der Sonne. Genau, das ist doch schön. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns eingeladen habt, dass wir euer Haus sehen durften. Euren privaten Raum, der so wunderschön geworden ist, mit vielen, vielen großen Fenstern und viel, viel Licht. Und ihr habt alles richtig gemacht, finde ich, auf jeden Fall. Wenn euch das Haus auch gefällt, beziehungsweise allgemein so eine Tour hier gefallen hat, dann lasst uns gern einen Daumen und abonniert diesen Kanal und wir sehen uns sonst in einer Woche wieder. Tschüss.